38 Bewerberinnen und Bewerber sind zum ersten IT-Azubi-Speed-Dating in die IT-Schule Stuttgart gekommen. Im Gepäck der 11 teilnehmenden Unternehmen 20 freie Lehrstellen. Ziel der von der IHK-Region Stuttgart organisierten Veranstaltung ist es, freie Stellen und passende Bewerber in möglichst kurzer Zeit zusammenzubringen. Wir haben heute Firmen eingeladen aus dem IT-Umfeld, die noch Ausbildungsplätze für 2014 anbieten. Genauso haben wir Schüler eingeladen, die noch Ausbildungsplätze suchen. Die Firmen haben die Möglichkeit, in 10-minütigen Gesprächen diese Schüler kennenzulernen und im besten Fall findet jede Firma heute ihren Azubi. Unter den Bewerbern auch Robert. Er hofft, noch für dieses Jahr einen passenden Ausbildungsplatz zu finden. Nach einem abgebrochenen Studium der Anglistik möchte er nun wieder auf sein Steckenpferd, die IT, umsatteln. Und das am liebsten mit einer Ausbildung zum Fachinformatiker. IT hat mich auch schon immer interessiert, aber man muss sich ja für eins letztlich entscheiden. Und ich habe jetzt auch nicht direkt gewusst, was ich mit Englisch mache. Und jetzt komme ich wieder auf was Bodenständigeres vielleicht zurück. 10 Minuten hat jeder Bewerber Zeit, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dann ist der nächste Kandidat dran. Zwischen den Gesprächen bleibt nur wenig Zeit, die Eindrücke zu notieren. Es geht Schlag auf Schlag. Bewerbungsunterlagen werden heute keine ausgetauscht. Grundlage für die Gespräche sind von den Bewerbern vor der Veranstaltung ausgefüllte Steckbriefe. Aber ein Bewerbungsgespräch in 10 Minuten, geht das überhaupt? Es war relativ knapp manchmal, ja, aber es ist auch, so viel fehlt gar nicht, wenn man es ordentlich timet. Das Speed-Dating geht in die letzte Runde und auch Robert hat nochmal die Chance, die Arbeitgeber von sich zu überzeugen. 3,5 Stunden, mehr als 100 Gespräche, Zeit für ein Fazit. Also wir haben 3, 4 Bewerber, die wir auf jeden Fall einladen möchten. Wenn es das nächstes Jahr wieder gibt, werden wir mit Sicherheit auch wieder daran teilnehmen, da man einfach einen großen Überblick über eine kurze Zeit bekommt. Ich habe verschiedene Unternehmen kennengelernt und ich denke, dass da auch was mit dabei war für mich.